So, sind wir hier unten wieder. Ja, wir haben, sag schon, wieso ist denn jetzt nicht so, dass ich da dran gehe? Das versteht jetzt wieder keiner, ne, oder? Das habe ich doch vorhin noch gehabt, oder? Hat der keine Kraft mehr, oder was? Was ist das Rote hier? Ah, eine Forschungsgegenstand, okay. Aber es war doch immer so, dass wenn ich hier zu nah dran. Ah, jetzt macht das, okay. Gut, ja, unser Ziel war einfach da runter zu gehen und dahin zu gucken, was da noch ist, ne? Begegnung mit der Ewigkeit. Sieht schon krass aus, oder? Und ich habe keinen blassen Schimmer, was hier passiert. Ich glaube, das eine mit der Luft ist zu Ende. Komme ich noch zurück? Shit. Wo ist mein Auto? Da lang. Ich brauche Sauerstoff. Sollte ich das Auto vielleicht mitnehmen, damit ich Sauerstoff habe? Aber keine Ahnung, ob das geht oder nicht geht mit Auto da rein. Mehr wir sterben können wir nicht, oder? Was ist das? Und wie geht's hier vor allem weiter und wie komme ich wieder zurück? Okay, hier kann ich was aktivieren. Glaube ich. Jetzt ist irgendwie meine Maus hier nicht mehr im Spiel, so ein Shit. Was macht das Spiel jetzt gerade? Ich habe hier auf jeden Fall unendlich Sauerstoff wohl, das ist schon mal gut, ne? Ja, ich weiß nicht, was ich hier tun muss. Viel Spaß hat er irgendwer geschrieben, ne? Da oben ist noch mal sowas, oder wie? Oh Mann. Okay, hier sind drei Sachen. Hier sind irgendwelche Anschlüsse, aber die kann ich nicht deuten. Ich weiß nicht, was man da reinstecken muss. Ach, hier oben sind Dingens, Symbole, was man braucht, oder? Der da ist, ist Quarz. Jetzt muss ich Quarz haben, dreimal Quarz. Ja, dreimal Quarz. Das Problem ist, dass ich jetzt auch noch zurückfinden muss, ne? Ich glaube, ich muss hier wieder hochgehen, weil das war ja meine Seite nach oben, glaube. Ich war ja auf dieser Plattform hoffentlich gekommen. Hier. Brauche auch noch irgendwas zum Aktivieren wahrscheinlich, dieses Dreieck da. Jetzt hier ein Dreieck. Hier ist es nicht. Ist es das? Von Tit. Ne, hier unten. Zink ist es, glaube. Und sonst sehe ich hier keinen, der da zugehören könnte. Hier ist kein richtiges Dreieck bei. Okay, haben wir das geklärt, aber vielleicht, ja, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier wegkommen, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hergekommen bin. Ich glaube, ich verbrauche jetzt hier Sauerstoff, oder? Und hier war ich auf jeden Fall nicht. Ja. Ich verbrauche hier Sauerstoff. Hier füllt er sich, glaube ich, wieder auf. Na ja. Ja. Sieht schon wieder anders aus. Oh Mann. Nee, der war nie so direkt da dran geklebt. Ich musste springen.
Oh Mann. Ich musste springen, ist nur die Frage, wohin, ne? Ja, wir sind hier ein Stück weitergefahren, haben das Ganze pausiert. Wir können mal weiterfahren. Ich weiß aber nicht, was passiert. Hier oben brennt es auf jeden Fall in einem Wald. Hier gibt es irgendwie ein. Ah, warte mal, warte mal. Hier kann man was holen. Da gibt es wahrscheinlich Rohstoffe, oder? Kann das sein? Sehe ich hier aber nirgendwo. Ach so, bis dahin brauche ich so und so viele Rohstoffe. Ah, so ist das gemacht, okay. Und wie viel haben wir? Gute Frage, ne? Zuginventar, 429, okay. Und wenn ich hier so und so viel brauche, ja, dann ist das erstmal noch alles gut. Lass uns weiterfahren. Geheilt und gesund, okay. Lok-Fehlfunktion. Plötzlich halt ein lautes metallisches Dröhnen durch die Luft und der Zug wird langsamer. Die Lok scheint kaputt zu sein. Major Kshadatik kommt zum Gerunzeln und stehen auf dich zu. Könnt ihr selber lesen. Sammeln. Major hat sich angewiesen, einen Trupp und dann sammeln. Gut, wir haben hier einen Wald, wir haben hier einen See. Ja, das heißt, wir können in diese zwei Sachen gehen. Was ist das hier? Oh, ein Soldat wurde befördert. So, jetzt kann ich hier irgendwo einen Punkt vergeben, wa? Also Fitness können wir steigern, wir können die Geschicklichkeit steigern, wir können Intelligenz steigern, Charisma oder Willenskraft. 5 und 4 ist es, Willenskraft ist am höchsten. Kann ich den auch irgendwie auswählen und sehen, was der kann? Stabsgefreiter. So wie es ja aussieht, hat er schon hier einen dazugekriegt, ne? Befördert. Komm, wir machen nochmal die Willenskraft ein höher. Rollenfortschritt ist auch noch einer verfügbar. Also von ihm hier wahrscheinlich. Aha, er ist Gewehrschütze. Andere Werte hat er auch noch, ne? Aber die anderen Werte sind noch. Die kann man machen, muss man aber nicht. Und hier sieht man den Level, ne? Aber den Zug reparieren müssen wir, ne? Okay, da muss ich wohl jemanden auswählen. Gut, das werden wir gleich machen. Charisma 4, Geschicklichkeit 4, Wille 6 hier von 4. Aber da fehlen hier 4 von 5, 4 von 5. Aha, Fitness muss höher werden bei dem dann, damit das noch was wird. Ja. Ich glaube, den kann ich jetzt nicht hier hochstufen. So, jetzt müssen wir gerade mal an den Zug. Lösen. 2 Stunden in Arbeit. Gut, das passt. So, und dann müssen wir wieder auf die Karte. Kann ich das hier irgendwie wegmachen? Nein. Komm, das können wir dann gleichzeitig mitmachen, wohl. Jetzt muss ich noch Arbeiter zuweisen, die das auch noch machen können, ne? Und hier einen Trupp auswählen. Die setzen wir ein. Wie sollen da hin? Gehen sie auch schon von alleine, ne? Giftige Beeren gegessen, na super. Das war jetzt nicht so der Bringer, oder? Kann sie zurückrufen. Aber einen zweiten Trupp habe ich nicht. Nasses Fell, Besucher, wasserabhängig. Okay, das nasse Fell kriegen die, wenn die hier durchlaufen, ne?
Benötigt Zugang zu Wasser. Das wäre ja hier dann machbar, oder? Okay, dann würde ich das da vielleicht hinmachen wollen. Aber warum wird das nicht... Gelb ist das... Achso, müssen wir erst erforschen, ne? Komm, das machen wir mal freischalten, obwohl... Und dann geht es immer noch nicht. Ha! Maximale Tiefe 3. Ah, hier wird was angezeigt. Ah, da hinten, ich sehe schon. Das müssen wir mal drehen. Dann passt das auch hier. Das machen wir mal dahin. Schickes Fell kriegen sie dann, ne? Okay, hier... Ah, da sind jetzt ganz viele schon drin, ne? Ah, das lassen wir auch vielleicht mal so. Wie viele Leute haben wir denn überhaupt? 22, dann können da auch 5 drin sein. So, und dann haben wir hier noch 2 Häuschen, die hier noch gebaut werden müssen, ne? Das Rad dreht sich ganz langsam. Wie weit haben wir es noch? 2 Tage nach der Dürre müssen wir mal gucken. Wasser ist überall noch drin, bis auf ein Fass. Sie kommen gerade wieder zur Arbeit. Ja, wie geht's weiter? Gute Frage, ne? Forschung ist da... Ah ne, das ist Schlepperposten. Bauernhaus und Grill. Okay, das läuft aber. Was war das hier unten? Ah, der Bauernhof. Da müssen wir gucken, dass wir das dann hinkriegen. Rohrkolben und gelbe Teichrose müssen wir da machen. Hier können wir schon mal was einstellen zum Essen, ne? Grillkartoffeln. Ich glaube, Kartoffeln hatten wir doch schon gesehen, ne? Oder? Oder fehlen die Kartoffeln? Ne, die Kartoffeln fehlen noch, ne? Das sind Karotten. Haben wir Kartoffeln? Gute Frage, ne? Das können wir jetzt eher hier hinpflanzen, die Kartoffeln. Machen wir mal so. Ja, dann kann er das hier abbauen, ne? Wollen wir fällen. Ja, die muss man natürlich dann auch auswählen, ne? So, das sollte funktionieren. Dann hat er auch Arbeit, wenn er hier hinkommt. Nochmal Stufe schneller. 1,2 Tage noch Dürre. Da sitzen schon mal ein paar gesellig beieinander. Hier geht nichts. Aber 76% haben wir, hier ist noch gar nichts. Was fehlt denn? Rohholz. Ja, das kommt gerade schlecht rein, aber wir bauen hier ja ab. Müsste also gehen. Schlaf mal schneller. Da kommen sie wieder raus. Machen wir auf Stufe 2 weiter. Sonnenblumenkerne haben wir keine. Karotten sind da alle. Aber Beeren haben wir noch 199. Jetzt ist die Frage, wie lange hier noch Wasser drin ist, ne? Eigentlich müsste das ja schneller leer werden wie das, weil dieses viel kleiner ist wie das. Aber es ist erstmal noch genug da. Hier die Kartoffeln, die müsste dann auch noch einer anpflanzen, oder? So, 0,2 Tage, das Wasser kommt bald wieder. Und dann müssen wir hier gucken, wie unser Damm funktioniert, ne? Vielleicht müssten wir hier den nächsten irgendwo noch bauen, hier so hin oder so. Hätte vielleicht Vorteile, ne? Schauen wir mal. Ich hätte schneller schlafen lassen können, ne? Und jetzt ist die Dürre beendet. Wir haben das auf jeden Fall geschafft. Wir haben Trinken genug. Wir haben hier unten auch noch sogar was im Fluss. Das ist also alles gut. Jetzt ist nur interessant, wann das Wasser wiederkommt und wie es sich staut. Ah, hier kommt's schon. Lass mal schneller laufen gerade. Beziehungsweise, was mich interessiert ist, wie lange bleibt's hier? Ah, 2,8 Tage, das sollte kein Problem sein dann. Gut, der Erfinder ist zugange und hier Schlepperposten. Okay, die sind da irgendwie am Schleppen.
228 Cola, mal Taucheranzug. Maximale Tiefe 80 Meter, können wir auf 150 upgraden. Da können wir Gewicht mehr mitnehmen. Harpunenwummer. 300. Taucheranzug wäre schon mit tiefer Tauchen vielleicht wichtig, ne? Oder aber Sauerstoff. Da können wir länger unten bleiben, aber ach, das finden wir schon unterwegs erstmal. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Tiefe. Gut, dann können wir nichts mehr da machen. Rockstar, können wir bestimmt hier noch ein paar Daumen hoch geben. Oh, das geht aber schnell. Kann ich da auch einzeln runterblättern? Ja. Und da überspringt er was. Aber ich glaube, wir haben alles. So, dann wollen wir mal gucken. Wir brauchten noch Seesterne. Einen Haifischkopf. Aber dafür brauchten wir ja noch, dass der uns das Werkzeug da macht. Ne? Die Pistole oder was war das? Wir schauen erstmal. Also wir können ja auf jeden Fall tiefer tauchen. Ne? Da oben haben wir die Anzeige, wie tief wir müssen. Das müsste man gerade noch schauen. Seil nehmen wir mit. Finde ich hier irgendwo noch einen Seestern. Da ist Munition. Brauchen wir wohl nicht. Oder ist die falsche Munition vielleicht? Weiß ich nicht. Fragment. Oh, ein Dreifachachsel. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob wir das nehmen, ne? Das ist jetzt Sauerstoff, der knapp wird. Nein, wird nicht knapp, aber der geht runter, sagen wir es mal so. Da ist ein böser Fisch oder auch zwei böse Fische. Einmal vollladen, bitte. Genau. So, 97 Meter nach da. Da ist ein Seestern. Und da ist noch eine Waffenkiste. Verbesserungsbausatz Waffen. Jetzt habe ich die besser, ne? Sauerstoff ist 69 und hier haben wir noch einen roten Seestern. Ich weiß nicht, ob ich den brauche oder nicht. Was wir jetzt brauchen, ist erstmal Sauerstoff, glaube ich. Da oben ist ein böser. Da ist ein böser. Wir müssen nach oben, da war irgendwo noch eine Sauerstoffration. So, und jetzt gehen wir mal da runter und gucken zu, dass wir die 85 Meter erreichen, um den da kaputt zu machen. Passende Waffe rausgeholt. 63 Meter. Nee. Oh. Das hat ja gut geklappt, ne? Da habe ich ja gepennt jetzt gerade, ey. Oh Mann, ey. Weg ist er. Shit. War der das oder war das nicht? Das ist die Frage, ne? War jetzt total überwältigt davon. Den muss ich jetzt gerade mitziehen, damit ich den ja gleich kriegen kann, oder? Jetzt kriege ich das wieder nicht hin, ne? Schuss und er ist kaputt, zum Glück. Jetzt ist nur noch die Frage, schaffe ich das mit dem anderen Schiff, mit dem Haifisch, der da unten rumguckt auch. Wo ist er vor allem? Der war doch hier. Da unten ist er. Ach, da sind noch welche, ey. Ach, das kriege ich ja gar nicht hin.
Vor allem, ich muss Sauerstoff haben. Das ist mein größtes Problem dann gerade wieder. Wird auf Bäumen platziert, produziert Holz nachhaltig. Haben wir denn irgendwo Holzfäller schon? Zimmermann, Zimmermann, ne? Ist das hier ein Holzfäller? Ja, haben wir. Der ist, ach, der ist noch im Bau. Ach so, okay, der ist noch nicht fertig. Was fehlt denn hier? Es fehlt eine Ressource, nicht zugewiesen. Stühle. Ach, 8 Stühle braucht man dafür. Und hier sind unsere Stühle geblieben. Ah, jetzt sind wohl 8 Stühle da. Kann das sein? Oh, wunderbar. Okay, dann wissen wir Bescheid, wo unsere Stühle bleiben. Ja, und die müssen wir definitiv mit 2 machen. Das ist auch klar, ne? Das ist schon mal jetzt gut. Ja, das, also das hier, das ist noch so eine Sache. Da müssen wir auch noch mal dran, ne? Hier oben die Räume, die gehen ja, ne? Aber das hier, das geht ja gar nicht. Lass uns nochmal Häuser bauen. Und dann reißen wir das da auch nochmal irgendwann ab. Haus, nicht Häuser wahrscheinlich, ne? Hausmeister, Lagerhaus, Mehrfamilienhaus. Das ist sowieso doof da an der Stelle. Hier ist mehr das Zentrum. Wo setzen wir das hin? Gute Frage, ne? Hier unten ist der Weg, da gehen wir hier unten ein bisschen mehr nach außerhalb. Hier so. Ja, kann ich das drehen? Ja, da. So, jetzt muss das passend sein, genau. Lass es mal hier so schön bauen. Das sieht doch gut aus, hier einen zu setzen, oder? So, jetzt bauen wir den nächsten Raum so daneben. Und hier noch einen. Und dann machen wir das Ganze nochmal 2 drehen. Das Ganze machen wir so auch nochmal. So, und das ist jetzt. Also ein Langhaus gibt es auch noch. Okay, das machen wir auf der anderen Seite. So. Ah, da ist schon wieder schlecht wegen dem Weg da unten, ne? Ne, dann machen wir das hier dran. Ne? Zack. Und da gibt es auch noch ein Langhaus. Ach, Etagenwohnung gibt es auch noch. Langhäuser hatten wir gebaut und Mehrfamilienhäuser sehen so aus. Okay. Gut. Na, dann sind wir da erstmal gut mit unterwegs. Okay, hier wird ja schon ordentlich was gemacht an der Zimmererei. Wie sieht es denn oben mit unserer Dingens aus? Stühle sind noch 0. Okay, wie sieht es oben mit unserem... Hier tut sich nichts, ne? Nein, will ich nicht. Ich wollte eigentlich nur sehen, wie weit das ist. Es fehlen noch 4 Stühle. Warum das da jetzt mal wieder... Ach so, eben waren 8 von 14, nur jetzt sind es 10 von 14. Okay, die Stühle werden gebaut, das geht schon. Dauert halt, ne? Das ist halt so. Hier brauchen wir nur Steine und Holz. 85% fertig. Und dann geht es da ja auch voran, ne? Können ja nochmal Straße bauen. Stühle sind nicht. Wie viel haben wir denn da oben jetzt? 11. Okay, es geht voran. Brauchen wir noch 3. Sollten wir aber auch hinkriegen. Statistiken zu Gesetze. Was müssen wir denn hier besser machen? Unbeliebte Touristen haben wir nicht. Gemochte Touristen, auch interessant. Verbrechen haben wir keins. Hier, versklavt, in der Arena getötet, gerichtet. Gesetze verwalten, ah, sehr interessant. Ich habe keinen Kerker, dann können wir das nicht machen. Schafott haben wir auch nicht. Sklavenhändler haben wir auch nicht. Kampfgruben. Das haben wir auch nicht. Richter. Haben wir alles noch nicht.
Pranger können wir auch keinen stellen, Festnahmen. Ah, und das sind die verschiedenen Rassen, die kannst du dann hier einsperren, aber Recht und Ordnung. Ah, das bringt uns nicht so wirklich weiter gerade, ne? Hier wird der Boden schon gemacht, auch gut.